Okay, jetzt machen wir hier ein bisschen Attacke. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Ist gemacht, Jeff. So, und jetzt sind alle vor uns. Und im optimalsten Fall fahren die alle rein. Machen sie auch. Roman kommt gerade in die Box. Roman an der Box. Und vorne wird hart gefightet. Aber dann sollten wir Platz 3 safen können. Das ist mein Ziel. Und meine Hoffnung ist, dass vorne vielleicht noch einer ausfällt. Aber das weiß man nicht. Aber wir werden auch noch Probleme haben mit Verstappen und Co. Ja, und da muss das schon bremsen. Also ganz so einfach machen wir es Verstappen dann auch nicht. Da muss er schon was leisten. So, dann geht's hier rum. Mist. So, hier ist es Energiesparen. Die anderen fahren jetzt in die Box. Hoffe ich. Das heißt, da sollten wir recht schnell vorbeikommen. Das wäre mein Wunsch. Ja, zumindest teilweise. Also zumindest der direkte Kontrahent ist weg. Bottas ist vor uns. Und wird da gut aufgehalten. Heißt aber, Vettel wird das Rennen locker gewinnen. Und jetzt muss Verstappen aufpassen. Leclerc ist vorbei. Unser Flügel geht auch wieder. Ah, Leclerc, der wollte es wissen gerade. Und Bottas kommt nicht vorbei. Das ist interessant. Dann wäre es für uns gut, wenn wer immer das ist, noch länger draußen bleibt. Denn wir kommen an Bottas ran. Denn das ist unsere Chance. Wenn Bottas noch eine Runde dahinter hängt, dann könnten wir, Ricciardo ist es, dann könnten wir Bottas angreifen, in der Tat. Vettel liegt auf Platz 1. Ja, Bottas darf nicht vorbei. Das ist die Prämisse. Und jetzt geht er aber vorbei, oder? Ja. Schade. Sehr schade. Ricciardo hat uns geholfen, aber leider nicht ganz, denn wäre Bottas hier jetzt noch nicht vorbei, hätten wir eine Chance gehabt, selber zu profitieren. Mist, das wollte ich nicht. Ja, also wie gesagt, das ist natürlich ein bisschen schade. Das spricht jetzt für Bottas, dass wir hier hinterhängen. Ja, sehr schade. Da wäre schon ein bisschen was möglich gewesen. Ja, frische gegen alte Reifen. Man sieht hier schon einen Unterschied. Okay, und schon ist der Flügel wieder kaputt. Was haben wir denn für einen Schrottflügel, bitte? Also das DS ist mehr kaputt, als es funktioniert. Muss man halt leider wirklich sagen. Ja, es ist wieder kaputt. Was habe ich eigentlich für ein Schrottteam? DRS offline. Es gibt einen Fehler im Heckflügelsystem. Bleibt draußen. Wir können von hier aus an dem Problem arbeiten. Ja, ich hätte es jetzt gebraucht. Nicht später. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 18,4 Sekunden.
Obwohl, DRS hätte ich jetzt auch nicht nutzen können, muss man halt fairerweise sagen. Leclerc schon vorbei. Ich glaube, dass Ricciardo... Ja, doch, er kann am Ende jetzt gleich mit den weichen Reifen fahren. Vielleicht ist es auch ein Vorteil, man weiß es nicht genau. Oh, da haben wir viel Zeit verloren. Das wollen wir nicht. Hier ist 300, willst du mich verarschen? Ja, der Wagen beschleunigt nicht mehr. Okay. Okay, ich glaube, dass ERS leer ist. Das ist das Problem. Also das müssen wir noch ein bisschen besser managen. Jetzt ist Bottas leider weg. Ich glaube auch, dass wir an Bottas nicht mehr rankommen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,0 Sekunden. Nee, keine Chance. Bottas ist weg. Es wird eine Verteidigungsschlacht, leider. Oh, Leclerc. Grüne Flagge. Wir haben Unfall verursacht. Ich glaube, wir haben ihn hinten berührt, oder? Kann das sein? Ja, ich glaube, wir haben ihn hinten berührt. Ich glaube, ja, wir lassen es so. Wir leben mit der Verwarnung. Ist mir jetzt egal. Dafür sind wir ihn los. So, Leclerc fährt auch wieder. Okay, hier ist Jeff. Du verursachst unnötigen Verschleiß am Getriebe. Versuche es etwas zu schonen, sonst verlieren wir es vielleicht. Alter, wie soll ich dann das Getriebe schonen, bitte? Ich muss schalten. Ja, für Leclerc jetzt ärgerlich, aber gut. Dafür haben wir halt eine kleine Verwarnung bekommen. Leclerc hat sich ja auch so ein bisschen als ja, Vettel-Schreck erwiesen. Man muss sagen, der ist mit allen Wassern gewaschen und Leclerc war für mich auch so ein Lieblingspilot, aber er zeigt jetzt so den Egoismus. Aber den Egoismus, den man auch haben muss, um erfolgreich zu sein. Man muss es sagen, er hat eine große Karriere vor sich, was der mit Vettel jetzt alles gemacht hat. Ja, einerseits Chapeau, andererseits zeigt es auch so ein bisschen die Charakterschwäche. Ja, begründet im Übrigen darauf das Qualifying von Italien, wo Vettel ihm den Windschatten gegeben hat und wo er Vettel angeben sollte, er sich dann mehr oder weniger geweigert hat, weil er gebummelt hat und ja, da haben ja eh alle gebummelt und Leclerc dachte sich, ja, ich bummel mal mit. Ja, das war ein bisschen unsportlich. Aber es hat zur Pole und letztendlich auch zum Sieg geführt, muss man halt auch sagen, beim großen Preis von Italien. Nur wie gesagt, mein Ding ist es nicht so. Michael Schumacher hat man für genau so ein Verhalten kritisiert, aber immerhin ist er Rekordweltmeister damit geworden. Wie gesagt, man muss am Ende alles nüchtern betrachten. Und so gesehen, für sich gesehen, hat er eigentlich alles Gold richtig gemacht. Im Ferrari-Team, aus Ferraris Sicht nicht. Und bei Ferrari ist auch dicke Luft. Kommen wir mit dem Benzin noch raus. Das ist klar, Vettel ist natürlich nicht happy. Die Ferrari-Führung hat am Ende des Sieges, also am Ende des Rennens beim Sieg gesagt, dass sie ihm verzeihen. Das zeigt auch ganz klar, dass die Ferrari-Führung mit dem Verhalten von Leclerc eingangs nicht zufrieden war. Ja, ein Safety Car und wir könnten gewinnen. So aber nicht. Wir verlieren Zeit. Und ich würde sagen, wir sind fast genauso schnell. Ein bisschen langsamer, leider, als Bottas. Verstappen ist hinter uns. Hier so richtig Jubel. Weber ist hinter uns. Die geben sich Saures da.
Ja gut, solange die sich so bekämpfen, will ich mich nicht beschweren. So. Ja, Safety Car, ich würde viel für geben, wird aber nicht kommen. Ich habe die Kurve auch ganz schlecht bekommen. Aber ich glaube, in den letzten 4-5 Runden kommt kein Safety Car. Okay, du bist in den Top 10. Ja, und es ist ein reinstes Management, was wir hier machen.